Hallo da draußen, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Es geht mal wieder weiter mit Civilization Beyond Earth. Schön, dass ihr wieder reingeschalten habt. Leider wieder zur letzten Folge, ein bisschen her, dass ich aufgenommen habe. Weil ich jetzt mal wirklich nur eine Folge aufgenommen habe, was ein bisschen schade ist, weil ich das Spiel wirklich sehr gerne spiele. Habe die Zeit nicht mehr gehabt. Jetzt aber wieder sind wir da. Ich habe mir auch noch nicht die Kommentare durchgelesen zu den Städtenamen. Bitte weiterhin fleißig unter die Videos posten. So viele Posts gibt es da zwar nicht, aber trotzdem, ihr könnt mit dabei sein, wenn ihr Lust habt. So, hier steht Handelsschiffe. Sie können ihre Handelsschiffe dazu einsetzen, Handelswege mit den Städten anderer Fraktionen, mit ihren eigenen Städten oder mit Stationen einzurichten. Der Handel spielt eine sehr wichtige Rolle für die Wirtschaft einer Stadt und ist für eine blühende Stadtleben notwendig. Was ist ein Handelsweg? Bla 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 bla. Dankeschön. Gut, das bedeutet, ich glaube, unser Hafen hier unten hat es jetzt nämlich endlich mal geschafft, einen Handelsweg einzurichten. Ah ja, genau, ich habe schon ein Schiff gebaut, das ist natürlich richtig geil. Tiangong hat keine freien Handelswegplätze. Super, warum kann ich denn bitte ein Handelsschiff bauen, wenn ich keine Handelsplätze frei habe? Okay, Tiangong, warum ist das so? Produktion ändern. Mal gucken, was brauchen wir denn, um hier zu handeln? Ich schaue gerade, ob ich hier irgendwo ein Gebäude verpasst habe. Nee, bin ich jetzt bescheuert? Wo ist denn, wofür, was brauche ich denn, um handeln zu können? Oder ist die Stadt einfach noch nicht so weit? Wenn ihr das wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, warum ich denn keinen Handelsweg einrichten kann. Das wisst ihr bestimmt da draußen. Ich weiß nämlich gerade nicht. Wäre ich sehr dankbar, wenn ihr mir das sagen könntet. Aber wir bauen mal, Produktion für Landeinheiten. Wissenschaft durch Kupfer. Habe ich hier überhaupt Kupfer? Habe ich hier Kupfer? Macht das Sinn, sowas zu bauen? Aber ich habe auch schon schöne Ressourcen. Ne? Muss ich schon sagen. Schwebesteine und so. Guckt mir nur da oben an, wie viel Geld ich hier mache auf diesem Gebiet hier. Nicht schlecht. Okay. Trotzdem schöne Scheiße. Wenn ich es mal so sagen darf. Ich habe jetzt hier lauter Sachen, die ich gar nicht brauche. Wir bauen einen Bürger. Und noch ein Handelsschiff. Das können wir da gleich mal löschen hier. So, das Schiff müssen wir leider... Ich meine, das kann nix... löschen. Weil kostet nur Geld. So ein Mist. Handelswege. Was war denn F12? Ne, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Auch nicht schlecht. Was? AF10 war es genau hier. Jetzt freue ich mich gerade... Moment, das war ein bisschen zu weit. Tiangong. Ah, auch nicht F9, F10 was. Tiangong, hier. Ach, wir haben es schon zwei Handelswege belegt, deswegen, ey, Reif, du Depp, ey. Kann ich denn hier verfügbare Wege? Habe ich gerade gar keine. Gut, ich weiß auch gar nicht, wie löscht man den Handelswege? Okay, ich habe herausgefunden, wie ich hier, warum das so ist. Aber wie kann ich Handelswege denn löschen, Leute? Wisst ihr das? Oder muss ich warten, bis die zu Ende... was für eine Einheit auflösen? Gut, weiß ich nicht. Wir schauen mal auf die Forschung. Okay, das heißt, mein kompletter Forschungsbaum ist auch nicht mehr... also wir sind am Ende unserer Forschung angelangt. Reinheit könnte ich machen oder wieder weiter Harmonie. Schauen wir mal, was denn hier noch so fehlt. Hier, genau. Die gute alte Photosynthese machen wir. Das war's eigentlich, ne? Mehr habe ich gar nicht mehr hier so. Dann schauen wir mal ganz kurz, wie es weitergeht. Und zwar brauche ich mehr Energie. Das heißt aber auch Biotechnik. So, das sieht doch ganz gut aus. Oder? Genau, so machen wir das. Zurück zur Karte. So, ich muss ein Produkt wählen und zwar in Solita habe ich einen Kolonisten gebaut. Und dieser Kolonist darf hier nach da oben. Und zwar würde ich sagen, kolonisierst du mal nach da an den Fluss oder weiter nach Norden? Dahin. So. Das Baumenü machen wir mal zu. Eine Produktion haben wir noch und zwar eine Nanofarm wäre nicht schlecht, oder? Was haben wir hier in der Stadt? Was macht die? Was kann die Stadt so? Expandieren können sie mal ein bisschen hier oben. Pilze haben wir da oben. Ich bin ein bisschen überfragt. Nahrung ist, glaube ich, nie verkehrt.
Aber ich kümmere mich mal wieder um mein allseits beliebte hier meine Gesundheit. Deswegen tun wir mal so eine Destille da bauen. Warum auch nicht? So, ich hoffe, die Gegner hier sind mir wohlgesonnen. Wenn nicht, muss ich wohl die Einheit hier mal bemühen. Wo war sie denn gerade? Hab sie doch hier rumstehen sehen, meine Einheit. Bin ich jetzt blind? Oh, ein Kooperationsabkommen ist beendet. Ohohoho. Wer bist du, mein Freund? Ah, da oben steht er. Ihr marschiert da mal rüber. Das stützt mal ein bisschen unseren netten Siedler hier, dass er nicht da drüben irgendwie erschrickt. Nächste Runde. Und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Wie gewohnt, das Ganze wieder 60 FPS ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil hier nicht wirklich Frames vonnöten sind bei dem Spiel. Aber warum auch nicht? Okay. Unser ganzer Handel ist gerade irgendwie völlig in die Hose gegangen, wie ihr seht. Ich mache jetzt auch minus 11. Gott, geht da viel den Bach runter gerade. Das Geräusch kommt immer noch von den News, die hier gerade am Rand verschwunden sind. Da hatten wir doch dann einiges am Start, würde ich sagen. Ich sollte mich vielleicht mal ein bisschen mehr darum kümmern, mehr Energie zu Bei machen. entsprechendem im Datenstand und Blickwinkel kann jeder die Zukunft voraussagen. So, wir haben Affinität Vorherrschaft. Wir haben eine Generalkontrolle erforscht und zwar alle Bautrupps erhalten plus 1 Fortbewegung, gewährt ein kostenloses Netzwerk in der Stadt, in der sie gebaut wurde, und ein Knotenpunkt, der bringt Ertrag. Geländefeldmodernisierung. Wir sind von der Erde geflohen, weil die Situation sich schneller verschlechterte, als wir sie reparieren konnten. Ja, das klingt natürlich vernünftig. So, Stufe 1. Erkundeneinheiten können eine Zusatzexpedition bauen. Es sind neue Verbesserungen für die Einheiten verfügbar. Das freut mich. So. Wir können hier verbessern, und zwar unseren Flugzeugträger. Und zwar können wir entweder 10 TP Heilung für die Lufteinheiten machen oder na, Kapazität. Ich glaube, das mit der Heilung ist ganz geil. Aber auch das andere wäre gut gewesen. Es war jetzt gar nicht so leicht, da zwischen den beiden auszuwählen. Eigentlich wollte ich ja in der letzten Runde, daran kann ich mich noch gut erinnern, mehr so auf das Militär, ein bisschen Militärrichtung gehen. Aber ich muss auch expandieren, weil hier unten, das wird schon ein bisschen, ihr seht schon, der kommt mir schon ziemlich nahe hier, der Kumpel. Und das ist auch gar nicht mein Kumpel. Ich mag den gar nicht so. Bin mal sehr gespannt, wie ich hier weiter expandieren kann. Auf jeden Fall habe ich schon ein schönes Fleckchen Erde auf dieser Insel. Hier ist auch noch ein bisschen Platz frei, sehe ich gerade. Und hier drüben gibt es auch noch weitere Inseln, die besiedelt werden müssen. So, sind wieder Vereinbarungen zu Ende gegangen. So, hier haben wir einen Schredder. Das klingt natürlich auch richtig nice. Ich würde sagen, Herr Schredder, wir gehen mal auf diese Insel. Und was bauen wir hier? Unterhalt 1, mehr Produktion. Das kostet uns alles Geld. Das können wir jetzt nicht so brauchen. Wir brauchen nicht was, was ein bisschen mehr Geld macht. Benötigt Stufe 10 der Harmonie. Das haben wir. Orbitale Überwachung. Im Orbit habe ich auch noch gar nichts gemacht, fällt mir auf, ne? Also Leute, da bin ich ein bisschen nachlässig. Das kostet alles nur Geld. Gut, das machen wir. Die Schmelze. Da müssen wir jetzt wohl ein bisschen. Oh, das könnte ein bisschen teuer werden hier. Meine Einheiten kosten dann doch so ein bisschen, würde ich sagen. So, wir warten mal ab, was hier passiert. Auf jeden Fall wird gleich jemand meckern, dass ich sehr nah an seinen Grenzen gebaut habe, denke ich mal. Ein Erweckungsgerät wurde von Elodie entwickelt, auch nicht schlecht. So. Hier bleiben wir doch einfach mal hier stehen, würde ich sagen. Ein Handelskonvoi. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Kohle. Und zwar schauen wir mal hier. Was bringt denn gerade richtig Geld? Gar nicht. Es gibt nicht wirklich viel, was viel Geld bringt. Was schade ist.
Oh, ich mache gerade ganz schön viel Miese, sehe ich gerade. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass meine Handelskonvois gerade... Was? Die Stadt hat keine Plätze, wäre super. Handelswege, da sind zwei verfügbar. Meine Kohle schwimmt mir gerade wieder ein bisschen weg. Was echt schade ist. Könnte ich gut gebrauchen. Minus 30 pro Runde ist jetzt nicht gerade Optimum, würde ich mal sagen. Das ist ein geiles gewesen, und habt ihr das gesehen? Alter, was ist das denn für ein geiles Gerät, ey? 20 Runden bis zur Transzendenz. Was habe ich da denn gebaut mit der Geisterblume, Alter? Was ist denn das für ein Gerät, ey? Nicht schlecht, ey. Guck mal, was macht denn? Ich habe da drauf geklickt und schon kann ich hier diese ganzen Einheiten sehen. Faszinierend. Okay, du chillst hier mal, du darfst dich verschanzen. Der Handelsweg hier unten. Gucken wir auch mal wieder hier. Das sieht gut aus. Kommen wir ein bisschen Geld. Die Geisterblume. So, ich kann wieder Kultur entwickeln. Hier haben wir alles schon gut durch. Also hier ist schon alles gut durch. Intrige. Ich muss mal schauen, ob ich hier irgendwo noch was mit Geld finde. Ressourcen, Produktion, Forschung, nein. Geschwindigkeit, Wohlstand. Wohlstand wäre natürlich nicht schlecht, aber ja, da komme ich nicht hin. Dann muss ich das nächste Mal hier hin. Energie durch ihre Handelswege über Land, das sollte ich unbedingt hin. Da muss ich hin als nächstes. Okay. Wir schauen, was wir produzieren können. Und zwar eine Kommandozentrale. Die will ich jetzt nicht unbedingt. Einen Kolonisten brauchen wir. Und zwar für meine wunderbare Insel hier rechts außen, wo ich meinen Soldaten hingeschickt habe. Da will ich nämlich hin. Okay, okay. Unser Geheimagent wurde gerade erwischt bei diesem Typen im Anzug da. Sollten wir zukünftig vermeiden, sowas. Der hat ja auch ordentlich viel Platz weggenommen, der Kerl, ne? Muss ich auch sagen. Hier, die Dame oder was auch immer ist. Hier unten ist noch ein bisschen Platz frei. Ne, da haben wir es auch schon ausgebreitet. Es gibt nicht mehr viele Flecken Erde. Und den einzigen oder die zwei, die es noch gibt, die will ich jetzt hier gerade mal erobern. Dazu sollte ich aber mal die Runde weitermachen. Und da oben habe ich mich auch gerade mal hingepflanzt. Ich hoffe, das bringt mir was. Was passiert denn hier? Okay. Warum zur Hölle wurde ich jetzt angegriffen? Puh, warum zur Hölle wurde ich angegriffen? Wir würden mal hier, was machen wir denn? Fernangriff? Nö, wir hauen einfach ab. So, ein weiterer Handelsweg will... Ach Gott, warum sind die Handelsplätze immer nicht mehr verfügbar? Hier gibt's doch nicht. Warum landen die denn immer in der Stadt, wo es keinen Handelsplatz mehr gibt? So, ich brauche auf jeden Fall Sachen. Ich muss ein paar Einheiten. Es kostet alles... Warum kostet nicht alles Unterhalt, ey? Gibt's doch nicht. Ich kann nichts mehr bauen. Alles viel zu teuer gerade. Wir bauen aber auch fleißig Infrastruktur hier aus, ne? Sehe ich gerade Straßen und so, da sind wir voll gut dabei. Ja, komm, kriegst einen Gefallen. Wenn sein muss, Schätzchen, nimm mir meinen Gefallen. Ich bin so gespannt, was hier passiert, wenn das Ding rauskommt, ey. Pardon, aber ich kann hier vielleicht behilflich sein. Danke. Sie haben unter die Geheimagenten im Feld. Liest ja auch mal irgendwann mal vor, was ich von der Technologie erforscht habe. Wenn es eine Sünde ist, Gott zu spielen, warum lässt er dann seine Werkzeuge rumliegen? Und zwar haben wir hier Molekularschmiede. Kostet wieder Unterhalt, bringt 5 Nahrung. Produktion wird erhöht. Hier Vorherrschaft brauche ich aber Stufe 8, habe ich nicht. Und Xenomalenum bringt plus 7 Energie. Sehr geil. Das ist schon mal gut. Die Frage ist nur, war das jetzt ein Gebäude sich bauen kann, oder war das jetzt eine Verbesserung? Wo war das denn? Xeno Madingster Bumster? Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Molekularschmiede, was nicht? Ne, ich bin gerade ein bisschen überfragt. Wo ist denn dieses Ding dahin, was ich da gerade eigentlich hätte bauen wollen? Ihr merkt, ich bin ein bisschen verwirrt. Was gibt es denn hier? Plus 1 Energie, Unterhalt 1, toll.
In der Tundra gibt es da auch eins. Oh. Geheime Zutaten. Questentscheidung. Unsere Destillerie, bla bla bla, gewinnt fürs Volk. Soma nur an unsere Bürger verkaufen. Ist Stadtgesundheit durch Soma. Und Kultur. Machen wir mal hier ein bisschen auf Kultur kommen. Durch die Soma-Distillen gibt es mehr Kultur. Das freut mich doch sehr. So, Lagebericht. Ach, ich wusste gar nicht, dass es so ein Spionagemenü gibt hier. Oder? Ist es ein Spionagemenü? Ich glaube schon. So, du darfst jetzt hier mal ein bisschen was Wissenschaft stehlen. Der darf mal hier nach Freeland. Und der letzte darf sich auch mal irgendwo hinbewegen. Ich habe hier sogar schon Spezialagenten. Wie geil ist das denn? Der geht mal hier in die Stadt und soll da mal irgendwas Cooles machen. So, alle verteilt. Wunderbar. Projekte wechseln. Es gibt aber nichts, was hier irgendwie auf Energie aus ist. So, ich schaue gerade mal, ob ich hier noch irgendwo dieses Gebäude finde. Vielleicht fehlen mir auch die Grundsteine eben. Diese Soma-Distille, die machen wir jetzt mal gleich an hier. Die basteln wir uns mal in eine Hütte. Ein Handelskonvoi, der hat jetzt endlich mal den Platz gefunden, wo er hin soll. Hier haben wir 8, 4, 2, 8, 8, 8. Ne, wird nicht mehr, ne? Sieht nicht so aus. 8 ist das höchste der Gefühle. So, was haben wir hier? Ein Kolonisten, wunderbar. Der wird jetzt erstmal, der wird eine lustige Tour vor sich haben. Wenn ich den da rüber schicke, wird er wahrscheinlich einfach sterben. Den sollte ich vielleicht mal ein bisschen über, ja gut, was ist denn hier schon sicher? Na gut, auf geht's. 25 Runden, ich hoffe einfach, er überlebt. Wenn nicht, dann haben wir wohl Pech gehabt. So, was macht mein Außenposten hier? Ich sollte wahrscheinlich in der nächsten Runde oder in der nächsten Aufnahme mich mal weiter um meine, Orbitaleinheiten kümmern, weil hier drüben ist ja schon alles belegt. Ich habe noch gar nichts im Weltraum, sehe ich gerade. Und irgendwie ist es natürlich auch nicht der Sinn und Zweck, hier ohne die Einheiten im Orbit zu manövrieren. Die habe ich nur leider irgendwie ein bisschen übersehen oder vergessen. Wow, 48. Warum sind denn meine Handelsrouten jetzt auf einmal so schlecht, so ertragslos? Ich kriege keinen mehr mit 10. So, was haben wir denn gebaut? Einen Würger. Kann ich da nicht hinfliegen? Okay. Ich muss die Einheit leider auflösen. Ich weiß auch nicht mehr. Doch, ich wollte eigentlich mehr Kriegseinheiten bauen. Den werde ich ja auch auflösen. Weil die einfach zu teuer sind, die Einheiten. Ich kann die nicht bezahlen. Auch die Kumpels da unten auflösen. Das ist natürlich jetzt für meine Verteidigung echt übel. Aber für mein Budget nicht verkehrt. Zumindest aktuell kann ich es mir nicht leisten, so viele Einheiten rumstehen zu haben, die nichts tun. Ganz besonders in den zentralen Städten. Ich schaue nochmal hier. Das ist ein Bautrupp. Gut, der darf da ruhig weiterarbeiten. Der kostet aber auch Geld. Naja, schauen wir mal. Bautrupps sind jetzt nicht so teuer. Wir haben noch eine Einheit und ich glaube, das ist diese hier. Das sind eben harte Cuts im Budget. Was soll ich machen? Wenn ihr Tipps und Ratschläge habt zu dem Spiel hier oder zu meinem Safe-Game, das ich hier spiele, lasst mich bitte wissen. Ich bin nämlich gerade ein bisschen ratlos. Jetzt kommen ein paar Sachen gleichzeitig auf mich zu, womit ich nicht gerechnet hätte. Wohin würdet ihr denn bauen? Was würdet ihr bauen und was für eine Richtung würdet ihr einschlagen wollen? So, mein Agent ist angekommen, das freut mich. Achso, Mist, ich hätte den vielleicht mal auch in den Shop geben sollen. Ja. Das geht gerade wohl nicht. Operation auswählen, sobald ich in dem Menü bin. Hier ist auch das goldene Dreieck, wie ihr seht. Drei Staaten hier. Auch nicht schlecht. Schön nebeneinander. So. Operation wählen. Und der soll mal irgendwas machen, was mir schwierig ist hier. Technologie stehen. Habe ich noch einen, der irgendwas machen kann? Ja, genau. Der darf Energie abschöpfen. Auch nie verkehrt. Immer her mit der Kohle auf mein Konto. Die bauen aber ein Wunder nach dem anderen da drüben, die Jungs, ne? Die sind ganz schön fleißig. Gut, zum Glück expandieren wir hier auch ein bisschen. Hier ist sogar Krieg. Wer hätte das gedacht? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Nächste Runde. Hoppala. So, wir haben noch einen neu zuweisen. New Hope, der geht mal schön in die Hauptstadt. Passt auf, dass wir hier nicht von Spionage selbst befallen werden. Und hier würde ich sagen, industrielle Entwicklung. Und hier machen wir auch mal industrielle Entwicklung. Wobei,
Ich vermisse immer noch das Gebäude, wobei hier, warte mal, das hat aber auch Unterhalt 1 und Energie plus 1 wieder. Durch Tundra, okay. Was haben wir denn hier? Unterhalt, Unterhalt, kostet immer alles. Unterhalt hier! Was ist alles so teuer? Na egal. So, wir sind wieder im Plusbereich, das ist schön. Und wir gehen mal in die nächste Runde. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, was aus diesem kleinen, aus dieser Geisterblume wird. Warum soll ich denn dem 3 Energie pro Runde geben? Are you fucking kidding me, Alter? No fucking way. Warum soll ich denn 3 Energie pro Runde geben? Das mache ich gerade plus, wie ihr seht. Naja gut, meine Diplomatie könnte ich vielleicht in der nächsten Runde ein bisschen aufpeppen. Als auch das mit den Einheiten. Ich bin mir auch sehr gespannt, wie man Silja da oben ankommen soll und ob das überhaupt überlebt. Werden wir alles beim nächsten Mal sehen, wenn es wieder heißt Civilization Beyond Earth hier vom Kanal Ralfing LP. Danke fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir doch bitte einen Kommentar. Und wir sind da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.